Die amerikanische Wirtschaft ist seit Jahresbeginn immer noch ganz ordentlich gelaufen. Die Zahl am Arbeitsmarkt auch. Seit Jahresanfang sind pro Monat im Schnitt 280.000 neue Jobs entstanden. Das ist mehr, als man braucht, um die wachsende Bevölkerung in Lohn und Brot zu bringen in Amerika. Also noch sehen wir von Rezession nichts in den harten Zahlen. Je mehr die Rezession auf sich warten lässt, desto mehr Beobachter fragen sich natürlich, ob die Rezession am Ende nicht ausfällt. Aber in den zurückliegenden 50 Jahren führten Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank mit nur einer Ausnahme immer dazu, dass am Ende es zu einer Rezession kam. Also insofern ist es auch diesmal wahrscheinlich, dass wir eine Rezession sehen werden. Von der ersten Zinserhöhung bis zum Beginn der Rezession vergingen in der Vergangenheit 21 bis 43 Monate. Also wenn wir eine Rezession jetzt ab dem Herbst erwarten, dann wäre das eine frühe Rezession. Das Risiko besteht also, dass sie etwas später beginnt. Auf der anderen Seite hat die amerikanische Notenbank ihre Zinsen sehr, sehr schnell angehoben, schneller als in den meisten zurückliegenden Zyklen. Und das spricht auch dafür, dass die Rezession doch eher früher kommt. Die amerikanische Notenbank schaut natürlich auf die Konjunktur, schaut auf die Rezessionsrisiken, aber im Moment noch wichtiger ist die Inflation. Hier hat es zuletzt eine positive Nachricht gegeben. Die US-Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel, die sogenannte Kerninflation, die betrug im Juni gegenüber Mai nur noch 0,2%. Das heißt, der Inflationsdruck in Amerika, auch der unterliegende, lässt deutlich nach. Natürlich wird die amerikanische Notenbank vermutlich dann in 2 Wochen ihre Zinsen noch einmal anheben. Das hat sie mehr oder weniger auch angekündigt. Aber vermutlich wäre das dann die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus.